Ja, und er sortiert noch seine Schuhe, damit er auch ordentlich aussieht. Und damit nichts mehr drückt, weil das ist ja schon immer alles ein bisschen unbequem in den ordentlichen Sportklamotten, oder? Markus, ich sag mal, Glückwunsch zu einem guten Wettkampf. Aber die Zahl 4 ist dann doch ein kleines bisschen bitter. Nee, da waren halt einfach drei besser wie ich. Der Kamil, der hat ihn extrem weit runtergesetzt. Ich wollte eigentlich unbedingt über die Linie. Naja, hab's nicht, leider nicht ganz geschafft. Aber ich habe echt ein bisschen im ersten was liegen lassen. Aber die zwei Sprünge, wenn ich zwei solche Sprünge habe und wer vierter, dann bin ich echt zufrieden, weil es ist nur Luft nach oben, aber da muss ich einfach ein bisschen abwarten und das kommt irgendwann und dann reicht es irgendwann. Ich muss einfach bloß ruhig bleiben und weiter einfach das machen, was ich gerade mache. Die Leute haben ja unglaublich gejubelt während ihres Fluges und dann war vor allem so ein kurzes Schocken bei der Landung. Da brauchten sie aber ganz schön viel Gleichgewicht, ne? Ja, das muss man dann handeln können. Ich habe es in Oberstdorf auch schon bewiesen, dass ich es machen kann. Die war wieder nicht ganz so sauber. Da fahrt man ein bisschen das Ski weg, aber ja, ich bin zufrieden. Es ist okay. Im ersten Moment ist dann so ein bisschen das Ärgern, weil man weiß, oh, da ziehen die mir Punkte ab. Ja, natürlich ärgert mich ganz leicht, aber es war so ein Zwischending zwischen Ärgern und Freuen, weil ich habe gewusst, ich bin trotzdem weit gesprungen und ja, die anderen müssen auch erstmal runter und es kann noch viel passieren und ich bin Vierter geworden, da bin ich echt froh drüber. Sie standen ja das erste Mal in der Skisprungkarriere auf dem Weltcup-Podest in Lillehammer und jetzt läuft die Tournee ja sensationell. Kann man da mit einem ganz anderen Gefühl, ganz anderem Selbstbewusstsein rangehen? Ja, natürlich, aber ich versuche immer nur genau das Zeug zu machen, wie ich vorher gemacht habe, weil es ändert sich nichts am Skispringen und wenn man da ein bisschen abgehoben wird oder sonst irgendwas, ja, dann wird man ganz schnell auf den Boden wieder zurückgeholt und dann läuft es einfach nicht mehr so und darum versuche ich es einfach so weiterzulaufen lassen, wie es einfach zurzeit läuft. Wir sehen auch zwischendurch immer die mitfiebernde Mama. Wie ist denn das, wenn die Familie so nah dabei ist? Ist das so eine bisschen Beruhigung oder schöne Ablenkung manchmal dann? Ich habe sie leider noch gar nicht gesehen, aber ich werde jetzt dann noch einmal hinschauen. Ich finde es nett, weil meine Mom, die freut sich jetzt extrem für mich da und kann auch mal was live anschauen und dann auch noch das Neujahr springen vor so einem Publikum. Und der kleine Bub, der springt auch nicht so schlecht. Es ist angenehm. Der kleine Bub ist ja jetzt sozusagen die Nummer 1. Mit welchen Erwartungen fahren Sie weiter? Ja, mit keinen. Wie in Oberstdorf auch und in Garmisch, wie ich jetzt hergefahren bin, versuchen so gut wie möglich wieder die Schanze im Griff zu haben. Meinen Sprung einfach umsetzen und schauen, wo es hinreicht. Weil man sieht einfach, die Dichte ist extrem und ja, die anderen lassen nicht locker und ich lasse auch nicht locker. Wir freuen uns auf weitere spannende Wettbewerbe. Vielen Dank. Weiter geht's oben mit Matti und Dieter.